willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play The Evil Within. Ja, das vierte Kapitel wartet auf uns. Ich will auch gar nicht lange reden. Ihr wisst, warum ich im Menü starte, falls wieder eine Sequenz kommt, die ihr nicht verpassen sollt. Direkt auf Weiter und ab geht's. Ja, jetzt begrüßt uns natürlich erstmal der Ladebildschirm. Also, mehrere Gegner können mit einem einzelnen Streichholz verbrannt werden, wenn sie nah beieinander sind. Ah, das war Speed. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Im Namen des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Genau das habe ich mir auch so gedacht. Nicht so schnell. Was jetzt? Ich habe gar nichts gesagt. Ach, jetzt bleibst du doch bei mir, oder was? Hospiz? Bin ich jetzt schon beim Hospiz? Meine Polizeimarke. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Februar 2005. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns, so viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Oh, da ist jemand verliebt gewesen. Wie auch immer. Schauen wir kurz hier rein. Jetzt haben wir ja schon langsam mal ein paar Punkte. Ist auch der passende Spiegel. Ich hab's gewusst. Ja, ich auch. Wir wollen uns kurz mal ein paar Upgrades ins Hirn pflanzen. Falls du gestattest. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja, ich weiß. Ich war etwas... verhindert. Ich hatte mit ein paar komischen Kreaturen zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich setze mich jetzt gerne wieder auf den flauschigen Stuhl hier. Hm. So. Okay, auf jeden Fall ist bei der Fitness die Lebensanzeige, ich brauche auf jeden Fall die Stufe 2. Ausgewähltes Attribut verbessern, ja. Gut, Spritzenwirkung. Wäre auch noch praktisch, wenn die etwas mehr bewirken würde, ne? Maximale Sprintdauer. Okay, machen wir auch alles ein bisschen. Gut, jetzt haben wir alles so ein bisschen insgesamt verbessert. Was ist das? Nahkampfschaden? Ja, das ist jetzt irrelevant, würde ich sagen. Waffen können wir da noch was verändern. Schadensmultiplikator.
Okay, ja gut, den nehmen wir mit, oder? Ja. Okay. Stufe 2, Feuerrate. Nachhaltige Geschwindigkeit. Ich bin der Meinung, ich habe mich gerade verkauft. Also, na egal. Wir sammeln ja weiter. Vielleicht habe ich ja Glück. Und wieder zurück. Ja, ist ja gut. Bin schon wieder da. So. Was soll denn jetzt? Müssen wir jetzt hier rein? Unten oder oben? Ich gehe unten rein. Das hört sich nicht gut an. Was ist hier nur passiert? Abziehen. Nicht zerreißen. Alles freilegen. Oh Gott. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder Valerio. Leslies früherer Arzt. Ja, alles frei. Das ist nicht mehr er, oder? Hey, was machen Sie da? Oh Gott. Jetzt. Es juckt. Es juckt. Dieses Jucken. Es juckt so sehr. Jetzt wissen wir, wie sein... Wie konnte er Valerio so was antun? Die andere Hälfte des Kopfes gelandet ist. Unmöglich. Kann nicht Rovik sein. Also... Oh nein, da ist ein Schlüssel drin. Oh, das will ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Hier war das irgendwo, ne? Der, wie... Warte mal. Wie steche ich jetzt in ihn rein? Nicht schon wieder. Ich will untersuchen. Aber wie? Okay, Leute. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich gerade keine Ahnung habe. Ich drücke alle Tasten. Wie jetzt?
Okay, ich musste bloß den richtigen Winkel treffen. Uff. Oh Gott. Schön rein. Fick die Henne. Und die Schlüssel haben wir dabei noch rausgezogen. Na, der Typ ist mal krank. Oh, ist das eklig. Da sträuben sich mir die Nackenhaare, also ganz ehrlich. Bläh. Okay, hier haben wir Streichhölzer. Alles verdorben. Nichts mehr, was wir gebrauchen können. Leere Flasche. Oh, hier oben. Okay, plus 100. Das ist ja nicht wirklich viel. Leslie? Das kam von draußen. Ja. Wir müssen raus. Wo war denn hier der Kackeingang? Jetzt sind wir hier bei dem scheiß Dock. Warte mal, wir können auch von oben gucken, ne? Gleich. Oben war, glaube ich, ein Balkon. Fuck, Zombie. Der scheiß Doc geht mir so ein bisschen auf den Sack. Hier ist jetzt irgendwo ein Zombie. Doc ist immer noch hinter mir. Ja, genau. Warum konnte ich den denn nicht? Gott. Warum hat er den von hinten nicht richtig attackiert? Schnell nachladen. 5 Schuss. Und du stehst immer noch im Weg, Opa. Das war der Raum. Okay. Hier ist noch Schrotmuni. Ne, normale Muni. Okay. Ja, mein Puls geht hier hoch, deswegen laber ich wahrscheinlich auch ein bisschen schnell. Jetzt ist hier nichts Interessantes mehr. Ich glaube, hier überall diese. Was darf ich jetzt nehmen? Was wollen wir sehen? Keine Ahnung. Egal. So. Ich denke, wir gehen jetzt langsam mal wieder raus hier. Gucken, wo Leslie ist. Die Mucke. Der sucht mich in meinen Träumen heim. Ich weiß es jetzt schon. Ich würde jetzt nach Leslie rufen, ne? Und kein anderer machen. Wo denn hier draußen? Wieder alles dicht. Oder? Kann ich mit der Puppe was anfangen?
Nö. Scheiße. Okay, wenn wir jetzt hier reingucken. Lass uns mal hier hoch. Von hier ein bisschen besser sehen. Und da drüben müssen wir rein, denn. Warte mal, hier war ich noch gar nicht drin. Hier ist auch die Mucke. Hier ist nur ein Spiegel. Den will ich diesmal nicht benutzen. Keine Axt. Was hat der Junge für ein Problem? Doch jetzt. Was hat der für kein Problem? Der scheint ja die Sachen hier irgendwie zu sehen, bevor wir sie sehen. Das Wetter passt natürlich auch wieder zu allem, ne? Munition. Dazu sage ich nicht nein. Leslie. Wo ist er wieder hin? Da runter. Gut geschossen. Hast du gerade gesagt, gut geschossen? Ich habe gar nicht geschossen. Oh Mann. Oh Gott. Mir geht's auch noch nach links weg. Oh, gucke. Schrotmoon. Eine! In der Riesenkiste! Naja. Voll. Okay, immerhin etwas. Ein bisschen was haben wir. Was ist hier? Wir werden es gleich erfahren. Leslie, lebe Himmel sei Dank. Doc Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hier ist was. Beruhige dich! Alter, wie schnell war der denn? Etwas Schreckliches. Bleib ruhig! Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Alter, ich sehe das nicht! Nein! Du musst keine Angst haben! Da weg ist er wieder! Ich seh's nicht. Bleib genau hier. Hier ist was. Beruhige dich. Das Vieh ist unsichtbar. Das Vieh ist fucking nochmal unsichtbar. Ich brauch die Schrot. Etwas Schreckliches.
Bleib ruhig! Alter Schwede. Ist es vorbei? Ich dachte mir gerade schon, dass... Sind Sie noch da draußen? Geht doch gar nicht mehr an. Ist es tot? Haben Sie es getötet? Ja, es ist tot. Ich kümmere mich gerade noch kurz um meinen Scheiß. So, jetzt. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Kann nicht weg. Warum rennt er nicht mit? Weg. So. Sonst ist nichts Interessantes mehr hier. Ja, siehst du? Sag ich doch. So, jetzt können wir. Wo seid ihr? Oh, die rennen immer vor. Alter. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Oh Scheiße. Ruvik. Tatsächlich. Ah! Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Was zur... Was? Ich muss sie mal hinterher. Doktor? Leslie? Oh Gott. Fuck. Ach. Wo bin ich? Was? Andere Seite. Das kann nicht angehen. Oh mein Gott. Alles voller Blut. Was geht hier vor? Wenn ich das wüsste. Was war das denn gerade? Okay. Das muss noch einer sehen. Ups. Ich fühle mich nicht sonderlich wohl hier gerade. Oh mein Gott. Jetzt sieht mich irgendwas. Scheiße.
Fuck, fuck. Meine Fresse, ey. Schrecklich. Mann, gut, dass ich das Scheißding ausprobiert hatte vorher. Was haben wir hier jetzt? Ein Gang. Das Ding führt im Kreis, oder was? Okay, wartet. Ich will erst wissen, wofür das ist. Ah, okay. Okay, da kann ich... Oh mein Gott, ich ahne Böses. Jetzt habe ich hier gerade die Feuerkanister. Wo komme ich hin, wenn ich die Tür aufmache? Ach, das ist der Raum von eben. Nee, doch. Okay. Ich werde nochmal kurz eine Spritze setzen, bevor ich jetzt hier weitergehe. Okay, und gleich noch eine. Ich stecke immer so viel ein. Ich hoffe, ich finde jetzt auch gleich noch ein paar. Lange Gänge sind nicht schön, vor allem wenn ich an den Seiten Blut runtertropft. Verschlossen. Da liegt wer. Ich glaube, das hier wird nicht so schön. Licht. Kacheln. Das ist alles scheiße. Ihr kommt doch gleich wieder hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Ich. Warte, ich habe eine Idee. Die Tür ist weg. Fuck. Das heißt, ich komme hier nicht anders raus. Harpunenbolzen. Fuck. Oh Gott. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Das hier kommt mir noch hinterher. Verdammt. Scheiße.
Ich muss hier weg, Alter. Oh, Kacke. Geht's hier lang? Oh, Scheiße. Oh nein. Oh. Geschafft. Ich kann's kaum glauben. Ich auch. Schrot. Eine. Na danke. Kübel rum. Oh Gott. Munition alle. Oh Gott. Was jetzt? Mann. Ach du Scheiße. Na, das war's. Das... Hä? Wo sind wir? Okay. Alter Schwede. Jetzt geht's ja aber langsam richtig ab. Gut, Kapitel 4 auch geschafft. Gerade so. Ja, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir spielen The Evil Within. Gott, was für kranke Viecher tauchen da noch auf?